Willkommen aus München mit viel Action, denn bald kommt die neue Sony PlayStation 4 auf den Markt. Am 29. November ist es soweit. Und zwar seht ihr hier schon, wie Killzone gespielt wird, aber uns interessiert jetzt nicht das Spiel, bis uns interessiert uns schon, aber wir sollen jetzt eigentlich nur hier die Konsole zeigen, denn die Spiele sind natürlich noch nicht ganz reif, um auf den Markt zu kommen, und entsprechend schauen wir uns jetzt einfach mal die Konsole hier von außen rum an. Wie ihr sehen könnt, wir haben natürlich vorne die USB-Anschlüsse, die wir schon auf Bildern gesehen haben. Wir haben auch den DualShock-Controller jetzt hier mit liegen oben drauf und natürlich auch der Blu-ray, das Blu-ray-Laufwerk, das auch DVDs natürlich noch nimmt, ist hier auch mit vorne zum Slot-In, also einfach verbaut. Oben ist das schöne PlayStation-Logo hier nicht nur zu sehen, sondern auch hinten haben wir hier auf der Gloss-Oberfläche oben ein PlayStation-Logo und natürlich einen schönen Streifen, wo die PS4 auch hier leuchtet. An der Unterseite befindet sich hier nichts, weil man soll sie sowieso liegend hinlegen, also nicht stehend. Also schauen wir uns jetzt einfach mal die Rückseite an, die ihr natürlich wahrscheinlich nur einmal anstecken werdet, aber wie ihr sehen könnt, wir haben hier von Kensington bis SPDIF, Strom, HDMI, Netzwerk und USB 3. Und das war es eigentlich auch schon. Der Rest ist eigentlich hauptsächlich Lüfter und warme Luft, die hier hinten rauskommt, aber man hört die Konsole fast gar nicht. Also es ist gut, dass es wirklich so eine große Oberfläche gibt, wo dann entsprechend Luft hier raus gepustet wird. Und hier sehen wir auch schon den DualShock 4 Controller, den man auch schon auf der Gamescom kurz angeschaut haben. Jetzt allerdings hier nochmal komplett ohne Kabel und alles. Wir sehen können, wir haben schöne Bedienungsmöglichkeiten hier. Kopfhöreranschluss mit einem extra Connector. Standardgrößen für die anderen Knöpfe, die wir bisher natürlich schon von der ganzen PlayStation-Generation, die jetzt langsam schon 20 Jahre alt ist, kennen. Allerdings jetzt neu dazugekommen ist diese Touch-Oberfläche, die man auch klicken kann, aber richtig klicken, also auch reindrücken, nicht nur per Touch. Dann haben wir hier Mono-Lautsprecher, den PlayStation-Knopf, einen Share- und einen Options-Button und natürlich die Trigger, die wir weiterhin für viele Spiele wie GTA oder natürlich schon für FIFA und andere Games benötigen werden. Ein Micro-USB-Anschluss auch noch vorne dabei und eine LED hinten wird diese, oder ein paar LED werden diese Oberfläche in verschiedenen Farben noch aufleuchten lassen können für die PlayStation Eye Camera, damit wir auch damit dann coole Spiele spielen können, die bei der PlayStation 3 noch ein extra Controller benötigt hat. Und das war es dann hier schon mit dem ganz kurzen Hands-on. Übrigens, der Controller hat 1000 mAh und wiegt 210 Gramm, aber die restlichen technischen Daten könnt ihr eigentlich auf der Sony PlayStation Seite euch anschauen für 3,99 Euro. Wie gesagt, ab dem 29. November wird es erhältlich sein. Bis dahin, mein Name ist Balaschkal, wir werden für euch in Schlange stehen und dann natürlich ein bisschen mehr Inhalte über Spiele liefern.